Wenn ich euch also im letzten Video davon überzeugen könnte, dass ein NAS genau das Richtige für euch ist, dann steht ihr natürlich vor der Frage, welches NAS kauft ihr tatsächlich? Ich bin jetzt mal auf der Seite von QNAP. Ich hatte es ja schon angekündigt im letzten Video, dass wir uns anhand von QNAP da langhangeln werden, weil ich auch ein QNAP hier hinter mir stehen habe. Von daher kenne ich mich da ein bisschen aus. Und ja, jetzt sind wir auf der Seite und man sieht schon, es gibt da ganz verschiedene Angebote. Aber wir wollen natürlich ein Home-Produkt haben. Das ist die günstigere Variante. Dazu gehe ich mit der Maus hier auf Produkte und sehe schon hier diesen Home-Button. Da klicke ich mal drauf und hier bekomme ich verschiedene Serien angeboten. Das könnt ihr euch alles durchlesen, die haben auch alle ihre Berechtigung. Das NAS, das ich habe, ist dafür gedacht, dass ich einfach viel Speicher zur Verfügung habe und noch ein paar kleine Sonderfunktionen. Dafür eignet sich die 3.1er Serie, das ist die hier. Das X steht für die Anzahl der Schächte, also es gibt es mit 4 Schächten, mit 2 Schächten und mit einem Schacht. Ich habe das 431 Plus, nicht das 431P, das ist jetzt schon der Nachfolger, der ist deutlich günstiger und auch noch einen Tacken leistungsfähiger als meins. Da bin ich jetzt schon ganz schön neidisch, weil meins ist auch gerade mal ein halbes Jahr alt und jetzt schon wieder völlig überholt scheinbar. Wie viele Schächte nehmen wir denn? Wenn wir es zum Datensichern nehmen wollen, ist der Einschacht gar nichts für uns, denn da können wir kein RAID anlegen und man ist damit nicht gegen Hardwareausfall sicher. Wer also gegen Hardwareausfall sicher sein sollte, der braucht mindestens 4 oder 2 Schächte und da kommt es dann wieder darauf an, wie viel Speicher ihr gerne hättet. Ich würde mal behaupten, für ein normales Heimnetzwerk und für so Bildersicherungen reichen wahrscheinlich 4 Terabyte aus. Von daher kann man ruhig das Gerät mit 2 Schächten nehmen, muss aber beachten, man muss 2 4 Terabyte Platten kaufen und eine fällt dann wieder für die Sicherung weg. Das heißt, man hat tatsächlich 4 Terabyte zur Verfügung, obwohl man 8 Terabyte kauft. Wenn man sich für ein Gerät mit 4 Schächten entscheidet, sieht es ein bisschen anders aus. Da kauft man 4 Festplatten, aber nur eine wird für die Sicherung gebraucht. Das hat damit zu tun, dass man dort an RAID 5 benutzt und nur Paritätsinformationen gespeichert werden. Wie schon gesagt, ich denke 4 Terabyte reichen für ein kleines Heimnetzwerk aus. Deshalb würde ich jetzt mir hier das 231P mal genauer anschauen. Man bekommt hier, wenn man draufklickt, eine Übersichtsseite, ein bisschen was erklärt und hier stehen die Leistungsdaten. Ich sage euch nur so viel, der Flaschenhals am Ende wird euer Netzwerk sein. Diese Daten, die da stehen, die wird es vielleicht sogar bringen, aber die wird es nicht bringen, wenn ihr das nur mit einem LAN-Kabel anschließt. Denn da hat man in Anführungszeichen nur 1 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung. Die Netto-Datenrate, die ich bei mir habe, die ist ca. 80 bis 90 Megabyte pro Sekunde, wenn ich Verschlüsselung anhabe. Das reicht mir völlig aus, mehr brauche ich auch gar nicht. So will ich euch nur sagen, dass diese Zahlen hier wahrscheinlich nicht das sind, was ihr am Ende bekommt in eurem Netzwerk. Hier unten steht es nämlich auch schon, man muss nämlich hier 2 LAN-Anschlüsse verwenden und das muss dann wiederum auch euer Router und alle anderen Geräte wahrscheinlich auch irgendwie unterstützen. Aber da ihr ja nur ein LAN-Kabel in eurem Gerät stecken habt, ist man wieder hier am, zum Beispiel, ich sitze hier am Laptop, da ist der Laptop dann der Flaschenhals, weil der ja nur einen LAN-Anschluss hat und nur 1 Gigabit pro Sekunde liefert dementsprechend. Aber wie gesagt, das ist eigentlich völlig ausreichend von der Geschwindigkeit her. Also gut, jetzt haben wir uns entschieden, das NAS zu kaufen. Dann würde ich einfach mal den Namen rauskopieren hier und ich würde es mal anhand von Amazon zeigen, was man da noch alles kaufen und beachten muss. So, das suche ich jetzt, findet ihr mir auch gleich. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung. Yep, kann nicht nach Tschechien geliefert werden, ist wunderbar. Müsste ich jetzt sogar hier vorbestellen. Naja, ich tue es mal jetzt vorbestellen. Ich lege es mir mal in den Einkaufswagen zum Demonstrieren. Als nächstes brauche ich ja 2 Festplatten dafür. Jetzt ist QNAP so nett und stellt eine Kompatibilitätsliste bereit. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und hier ist schon das 231P vorausgewählt. Hier unten kann ich raussuchen, was kompatibel sein soll. Naja, Festplatte natürlich. Hier kann ich jetzt 3,5 Zoll Festplatte auswählen, das passt. Marke alle, ja, kann man machen. Und hier die Kapazität in Gigabyte. Ich will 4 Terabyte, das sind 4000 Gigabyte. Ja, bei Marke alle kann man natürlich lassen. Die schauen hier sich vor allem die speziellen NAS-Drives an. Die variieren sehr im Preis. Ich habe mich damals für HGST entschieden, das war einfach ein guter Anbieter. Vorher hatte ich Seagate gehabt und die Festplatten haben einen Lärm gemacht, könnt ihr euch nicht vorstellen. Habe ich zurückgeschickt und habe mir die von HGST geholt. Mit denen bin ich soweit zufrieden, deshalb zeige ich es jetzt auch anhand von denen. Die haben ja jetzt einen, ja, Rang Familie nennen die das. Also das eine heißt hier NAS Drive und das andere Deskstar NAS. Das Deskstar NAS, das ist die günstigere Variante und reicht in der Regel aus. Die kopiere ich mir jetzt hier, Deskstar NAS und 4 Terabyte, gebe das hier bei Amazon ein und finde hier das gesuchte Produkt. Von denen brauchen wir jetzt 2 Stück, also Menge 2 in den Einkaufswagen. Jetzt gehe ich zum Einkaufswagen. Der ganze Spaß kostet 500 Euro. Also ich muss euch wirklich sagen, ich denke gerade für Sicherungen
kann man gar nicht genug Geld ausgeben und die 500 Euro sind es einfach wert. Natürlich könnt ihr auch eine 2 Terabyte Festplatte nehmen und billiger fahren, und wer es noch billiger machen will, der kann natürlich irgendeine Festplatte kaufen, die total billig ist, die halt nicht auf der Kompatibilitätsliste steht. Aber wer es gut und richtig haben will, der orientiert sich an der Kompatibilitätsliste von QNAP. Damit hätten wir jetzt das NAS zusammengestellt und gekauft. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, was man machen muss, wenn es zu Hause ankommt.